his neck. Ja! Ja! Willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe die Level-Ups jetzt einfach mal privat gemacht. Es ist eigentlich nichts passiert. Ja, ihr habt nichts verpasst. Eigentlich waren wir ja gerade auf dem Weg zum Kontor runter. Ja. Ja. Wir haben uns verlaufen. Wir sind bei Phil Graves Anwesen gelandet. Ja, ne? Und jetzt sollen wir eigentlich, wenn wir das jetzt tatsächlich so weiter verfolgen möchten, dann sollten wir jetzt eigentlich Gale holen und hier in die Bibliothek gehen, ne? Na komm! Machen wir das doch mal. Minsk hat Zeit, glaube ich. Schmeißen wir Chahira raus. Just thought of something. Und holen uns Gale in die Truppe. Den level ich auch gleich noch. You're sure? So. Ich finde, das ist übrigens wirklich eine. Das ist übrigens wirklich eine tolle Statue. Das ist wirklich die schönste Statue. Ich frage mich gerade, wenn du das Spiel ohne Zensur spielst, sieht man da dann den kleinen Lümmelmann? Falls ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Gale! Sounds like we're not the only ones tracking down this Minsk fellow. Let's hope Nine Fingers Bounty doesn't attract too much competition. Jo, mitkommen. Mitkommen, Schnauze halten. So, ich level den mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das wäre dann auch erledigt. Ich habe den mal ausgerüstet und neu geskillt und so. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Das ist ja... Wie soll ich sagen? Wir hatten den noch nicht so wirklich dabei, ne? Das hört sich an, als könnten wir hier helfen. Behold, this tree is plagued by pestilence, yet refuses to die. The goddess Shontia wishes me to save it. I can feel it. Okay. Ja, warum laberst du dann überhaupt? Warum laberst du überhaupt, du Lümmel? So, ich weiß nicht, Gale finde ich total lahm irgendwie. Deswegen habe ich den, glaube ich, einmal hatten wir ihn, glaube ich, oder zweimal hatten wir ihn dabei, aber nie in Kämpfen. Ich find Gale ist irgendwie zusammen mit Halsin und Will am absolut uninteressantesten als Charakter. Hoppala, was ist hier los? Hallo? I got lost. And then when I found Mommy and Daddy again, they wouldn't get up. Shouldn't have run away. I'm sorry. Was ist hier los? The corpse has nothing. Oh, come on. Oh, poor kid found his parents like this. It's a tragedy, yeah. But it's not like we can look after him. Let alone found his forks gutted. Didn't see it happen, though, thank the gods. City's home to some proper sick bastards. Lass mich raten, mit dem können wir auch nicht reden. The corpse does not. Warum gibt's euch überhaupt, frage ich mich. Warum? Wieso? Also, mal ein bisschen Real Rap. Man merkt, finde ich, schon so ein bisschen, dass in Akt 3, ja, das Abenteuer nicht mehr ganz so aus... Wow. So durchgeplant ist, wie das vielleicht sein sollte. Geh mal hin und mach mal die Balken.
Ich weiß, wir sollten eigentlich woanders rein, aber... Let's move. Ich möchte da rein. Da ist der Frank Birnbaum drin. Entschuldigung, da war er drin. Something over there. Dieser blutige Zettel wurde von unsteter, aufgeregter Hand beschrieben. Ihr mischt euch in Dinge ein, die euch nichts angehen, Birnbaum. Die Feuerspucker des Fürstlings in meiner Stadt zu verteilen, abstoßend. Sie hinterlassen kein Blut, nur Leichenasche. Die Sache ist ganz und gar stillos. Ich wandle durch euren Keller, während ich diese Worte schreibe. Der ist wirklich groß, geräumig. Man wird nie alle Fetzen von euch finden, wenn ich sie hier gut verteile. Ja, mit dem können wir reden, ne? Oh, wir sind plötzlich wieder draußen. Das ist ja schön. The corpse regards you lifelessly. Huch, da ist er nochmal kurz heruntergefallen. Das ist ja keine Ahnung. Was ist euch zugestoßen? Killed. Murdered. Ehrlich? Das sieht gar nicht so aus. Sieht aus wie ein Herzinfarkt. Wer? Red Shirt. Ja, den kenne ich. Das ist ein Mistfink. Warum? Oh, come on. Wie hieß euer Mörder? Ah, come on. Wie? Locked up in hand. Cut off. Aha. The spell's power. Okay, naja. Tatsache, da fehlt eine Hand. Das ist ja wild. Was? Handarmbrust, nehmen wir mit. Er braucht die Sachen ja nicht mehr, der gute Mann, ne? Das ist ja das Schöne. Hat er gar nicht mehr nötig jetzt. So. That might be worth a look. Ja. Wir schauen da gleich. Oh, Schlüssel zu Birnbaums Luke. Lass mich raten, hier ist Birnbaums Luke. Nee. Das ist der Schlüssel zu Birnbaums Truhe. Aber hier ist die Luke. Luke, ich bin dein Vater. So. Gehen wir aber jetzt... Sollen wir da jetzt reingehen? Nee, ich möchte jetzt eigentlich... Ich möchte jetzt eigentlich diese verdammte Bibliothek klären. Und dann können wir... Ich will ja auch Gale wieder loswerden, ne? Plakat der Anti-Vettel-Unterstützungsgruppe. Achtung! Wurdet ihr von einer Vetteln verwünscht? Habt ihr eine geliebte Person wegen eines Handels verloren? Barrens Landhaus. Okay. Was ist hier los? Do you know how hard it was to get those cabbages into the city? Nein. Impossible. Tja, schade, ne? Ja. Schade, Schokolade. Und so, wir müssen hier rein. So, dale. Da sind wir. Was ist eigentlich hier los? Ist mir eigentlich egal. Ich will da rein. Aladdin, Aradin. Let me back in. I'll bring the Roakin out here, you tin tube. You tell the Roakin I went for his goddamn night song. And now he has to pay up. What are you looking at? Shit, it's you. Ja, wir kennen uns, ne? For the night song after me. Ich hab's mir gerade gedacht. Please tell me you found it. Ich hab's mir gerade gedacht. Ja, ich habe das Nachtlied gefunden. Es war kein Relikt, sondern eine Azima. Den kennen wir aus Akt 1. An Azima. Hells. If I'd known, I'd have asked for more gold. Kidnapping costs more than theft. Don't forget, I'm the one who gave you that contract. I want my cut. Du kannst es auf die Schnauze haben. Verpiss dich. Oh nee, ach komm. Buh. I ought to knock some sense into you.
But you know what? I'm too goddamn tired. If she's out there, I'm gonna find her. You mark my words. Du stirbst, mein Lieber. Glaub es mir, du wirst sterben, wenn du das tust. Ich hätte ihn jetzt gerne noch beklaut, aber leider ist er weg. Naja. Moin, Clank. Wo ist Ratchet? Ja. Genau. Ich möchte das doch nicht. Ah, ich möchte das. Alles gut. Armor is a construct animated by powerful magic. It has no soul or power of speech, but it follows the directives of its master. It feels no pain and knows no morality. It will act on behalf of its master and perish when the magic that binds it is severed. Ja, darf ich hineingehen? Dankeschön, das nehme ich als Ja. Gut, tschüss. Ja. Mach's gut, ich gehe da mal. Das war ich. War nur ein Scherz. So. Oi. Oh, das ist ja ganz wild hier. Schaut euch das mal an. Wie cool. Ich liebe es. Ah, geil. Schön gut. Roland. Roland, den kennen wir doch. What are you doing here? Hey, Roland. Ich habe gehört, dass dies ein Ort für Magie-Koryphäen ist. Warum seid denn ihr hier? This is my apprenticeship. It has not been what I expected. Master Leroican is a difficult man. He's consumed by his pursuit of the Night Song. I haven't learned a thing, and I fear it'll stay that way. A lucky escape, given Leroican's reputation. He'd have little of value to teach you. But never mind that. What can I do for you? Fragen viele Leute nach dem Nachtlied? It's all I deal with these days. People claiming their trinkets are the real Night Song. Looking for the mountain of gold the Roken promised. There's even a pamphlet. Take one. They're on the desk. Naja, also, ich habe Informationen über das Nachtlied. Be very sure before you make to visit the Roken. He's got a beastly temper. But if you really do know something, he'll want to see you. Head upstairs. You can find the way into his tower up there. Die Frage ist, was will er mit dem Nachtlied? Verkaufst du uns was? How can I help you? Huh. I suppose that at least I can help with. Er kann uns was verkaufen. Oh, schöne Sachen. Lila Items. Oh, Zaubertricks, die eine Aktion kosten stattdessen eine Bonusaktion. Aber Magierhand, ne? Magierhand, viel geiler. Hafener Heiligschläger, warum? Geburtsrecht. Charisma plus 2? Ja, mega. Bis zu 22 nehme ich mit. Gekauft, glaube ich. Muss ich erstmal gucken. Bevor ich jetzt hier 600 ausgebe. Was haben wir hier? Kushigo Konter brauchen wir nicht, ne? Das ist Mönch. Und der Heilige, warum auch immer die hier Hafener Waffen haben, aber. Oh, so schöne Sachen, so viele tolle Schriftrollen. Ich habe auch ein paar. Ein paar wenige. Aber lassen wir jetzt erstmal. Ich möchte mal kurz. Ja, habe ich. Ich möchte mal kurz gucken. Wir gehen aktuell in Sachen 21. Das heißt, wir könnten uns einen Punkt in Charisma noch gönnen. Ah, verführerisch. Ich nehm's mit. How can I help you? Ich nehm's mit. Ich nehm den. Obwohl andererseits diese Kapuze ist halt auch heftig geil, ne? Bonus von plus 2 auf Zauberrettungs-SG und Zauberangriffswürfe. Ah, weißt du, für wen wir das mitnehmen? Let's get on with it. Für sie. Für sie. Ja. Aber hallo. Für
für Schattenherz. Wobei Kades mal für Schattenherz ist unnötig, ne? Aber vielleicht. Ich habe eine Idee. Ich habe eine andere Idee. Aber jetzt erstmal kurz gucken. Sonst gleich brauche ich jetzt erstmal nichts. Die Schriftrollen sind natürlich sehr verführerisch, aber. Wir geben Schattenherz die Kapuze. Zack. Sieht gut aus in der Kapuze. So. Wir geben Schattenherz die Kapuze. Und ich setze den blöden Helm auf. Und bei Gelegenheit. Der ist absolut hässlich. Bei Gelegenheit werde ich mal kurz respecken. Dann sollte das auch passen. So, okay, jetzt schauen wir mal nach oben zum Loro-Kahn. Aber erstmal quicksaven, man weiß ja nie. Was will der wohl mit dem Nachtlied, frage ich mich. Wo komme ich hin zum... Wo geht's hier zum Lörres? Oh! Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information about the night song, great riches await. If you are here to waste the great wizard Laroican's time, reconsider. Let your knowledge determine your path forward. Let's see what this does. The night song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and god alike. Nein. The night song is a druidic staff that allows its bearer command over an army of ancient beasts. Mich würde interessieren, was passiert, aber... Oh ja. Child of a deity. The night song is a priceless ruby from a realm beyond. Bevor ich da jetzt durchgehe, quick save. Vielleicht ist das ja ein Bösewicht. Ach Gott. Ach Gott. Ist das hier Wilhelm Tell? Hold very still, Niklaw. Craig's aim is much improved, but still leaves something up to chance. Yes, sir. All right, Crank. Ready? Aim. We have a visitor. At ease. McClaw, you may go. I see no night song. Surely you wouldn't have entered my tower without the night song in hand? Surely you wouldn't have wasted my time? Nicht ganz die begeisterte Begrüßung, die ich mir erhofft hatte. You'll have more gratitude than you know how to count once the night song is in my hands. Do you have it or not? Was wollt ihr von ihr? She? Then you do know her. You've been to Shah's temple. Möglich. To the Shadowfell. You've looked upon the night song's face. Möglich. Tell me. And choose your next words carefully. Where is she now? Erstmal würde ich gerne wissen, warum du sie unbedingt haben willst. I'm growing tired of this repartee, my friend. Let us cut to the chase. Beautiful, isn't it? Was zieht das denn so? Worth more than your life, too.
I bought it from a Kalashite warlock. Very little of his soul left to him. It can bind celestial to the wearer's service with a snap of the fingers. And this? This can keep her in place. Forever. Erst Catherick, jetzt ihr. Wisst ihr, es gibt einfachere Wege, um die Unsterblichkeit zu erlangen. It didn't work out for poor Catherick, did it? He was a fool. A desperate mercenary who whored out his soul to whichever god flattered him. I serve no god. But that which stares back at me in the mirror. Oh, ein Narzisst. Will be put to a grand purpose, equalizing man and God. Whoever helps me attain that which I seek will be greatly rewarded. Ein langes Leben macht euch nicht zum Gott. Es reicht nicht, ein unsterbliches Wesen zu fangen. Of course not. But perhaps, after enough lifetimes, I might make a start of it? He would seek the power of gods for the pettiest of reasons. His own gratification. At least I seek them for the better of all. What's that? I didn't quite catch the words, but the insolent tone was clear enough. Du bist ein Idiot. Not insolent. You chase one power without knowing an even greater one lies within my reach. The crown of Karsus. Once we acquire it, your ambitions will be dwarfed. I'll be able to stand against Mistra and wrest her powers from her for the betterment of all. The crown of Karsus? Nonsense. Even if it still existed, you couldn't possibly handle its power. Aber was ist hier eigentlich los? Perhaps you could not. But Netheril's power is in my blood. And Mistra? I know her in ways that most mortals can only dream of. Ah, so it is you. Mistra's discarded lapdog. And now you think your bark is cause to make me tremble? There is no need for me to bark. My actions will speak for themselves. In time. Then go. Axe, I'll open a fine vintage in your name once word of your failure reaches me. Ja, aber es geht ja immer noch um das Nachtlied, ne? Ich könnte ihr sagen, sie soll herkommen, nur um ihr die Genugtuung zu verschaffen, euch in Stücke zu reißen. Hm. We shall see, won't we? Oh, das wäre schon lustig. And you will be rewarded beyond imagination. Fail, and you give up the prize to the next motivated mercenary to encounter my contract. The choice is yours. Oh, lass uns das machen. But make no mistake. I always get what I want. Ich will sehen, wie er verprügelt wird. Auf zum Lager. Kacke, wir können nicht einfach so zum Lager gehen. Mist. Kann ich den beklauen? Oh, das wäre ja schon lustig, ne? Ich möchte mal was testen. Unsichtbarkeit. So, Astarion. Aber wie gesagt, nochmal. Ja, Schüler der arkanen Künste können Magier, bliblablub. Ich bin mir sicher, er ist sehr, sehr stark. So, aber noch viel stärker könnte Astarion sein. So. Let's keep to the shadows.
Nein. Ihn. Ey. Ey. Bleibt ihr jetzt mal stehen. Herrgott. Oh, er hat diese Waffe nicht dabei. Schade. Ich dachte, er hätte diesen lustigen Zauberstab da dabei. Ich könnte ihm den schwarzen Diamant klauen, aber das bringt uns ja nichts. Okay. Können wir irgendwas klauen? Das ist das Einzige, was mich jetzt noch interessieren würde. Der hat nichts dabei. Okay, dann würde ich sagen... Ich meine, man könnte mal in diese Vitrine gucken. Elixier des Heldenmuts, auch sehr langweilig. Okay, schade. Ich glaube, ich wollte eigentlich dieses Hexenmeister, diese Waffe da haben, aber offensichtlich hatte die gar nicht bei sich. Schade. Absolut schade. Na gut, dann lade ich mal neu. Okay, dann lass es mal wieder rausgehen. Und wir reden mit dem Nachtlied. Im Lager. Oh, noch mit Astarion. So. Path lies before me. I should speak up. Ey! Mother's milk, your visage speaks of ill tidings. Speak, ally mine. What troubles you? Ein Magier namens Loroakan sucht nach euch. Is he indeed? Pray tell, what does he seek from Dame Aelin? Er hat eine Belohnung für eure Gefangennahme ausgesetzt. Nun jagen brutale Söldner euch. Let them come and let them find me. Dame Aelin will strike down any who seek to bring her to harm's home. Yet, it is better to cut off the head of the snake than to let it slither and snakeling swarm us unabated. Lass ihn uns killen. This wizard must be held to account. Oh ja. I will wring his neck. Ja! 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 Vernichten wir ihn gemeinsam. Oh, his end will be one more strand in the great braid of our friendship. I'm coming with you. Ja! I'd like to get a few licks in myself. Ja! My darling, we agreed you'd scout for the nearest Selunite enclave this very night. Let us divide our efforts. All the sooner to be reunited. I won't let you go alone. Who knows what this wizard might have planned? Our closest ally will accompany me, won't you? It will be a swift and fruitful chore. Hie we to this Loroakan right away. I am as eager to meet him as he is to ensnare me. Oh, das wird schön. Die Frage ist... Ja, doch, mit dem Trupp wird's lustig, glaube ich. Passt schon. So, Quick Save. Aha, I spy a wizard foul. What have we? Kacke. Here? A magician in a tower. Ich wollte eigentlich noch mit Astarion in Deckung gehen. What are you so scared of, Magus? Not the Night Song, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued. My God. The Night Song is a person. Hey, Roland, was machst du denn da? At last. There you are, my dear. You will address me with due deference. I am Dame Aelin.
And you are a whelp without honor, without pride, with nothing but a tower full of trinkets. My apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. Perhaps we could start over. I am Leroican. I am most pleased to make your acquaintance. And that of your fine companion, who perhaps heard I was looking for you. Ihr habt dem, der euch das Nachtlied bringt, eine gewaltige Summe versprochen. Warum? Dame Aelin, I have discovered a device that would allow your immortality to be shared. It would cause you no harm, no pain of any kind. You serve your mother, Saluna, I believe. She who has blessed our realm with so many gifts. Er kriegt so auf die Schnauze. Oh, wir hauen dem so weg. Wir hauen den absolut weg. You do not seek to share my gifts. You seek to poach them. You dare to threaten me with the same magic that held me in torment for 100 years. I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. No bother. I have an arsenal of implements capable of convincing you to see reason. Ah, nun ja. Ein Mann namens Catherick Thorm hat bereits versucht, die Unsterblichkeit des Nachtlieds zu stehlen. Er ist tot. But his magic lives. Warum bist du nicht einverstanden, Astarion? Halt dich. Keep an open mind, but it seems you're determined to make this as difficult as possible. Boy, at the ready. Once I've taken control of the Asimar, she must go directly into the caging runes. No, Master Leroican. I would never have assisted you if I knew you planned such horrors. Guter Mann. You lied to get the Night Song here. Made us all believe she was nothing but a relic. I have seen what true leadership can accomplish. Hi. But never under your tutelage. Watch your tongue, you child. I could make it such that no wizard in the realm will touch you. Irgendwer hat ein Problem mit den Haaren, ne? I think that sounds like an excellent bargain. Oh, face us, charlatan. We who detest you so. Yeah! Myrmidons! Imperatum! So! Prügel! Prügel! Ach komm, geht ja gut los. Das geht ja mega los, du. Hör mir auf, da ich ja schon wieder Böcke, du. Ja, da kriegt er einen Gelegenheitsangriff rein. Auf der anderen Seite, wenn wir einen Nebelschritt wirken, dann können wir ihn beißen, glaube ich, ne? Nope, tust du nicht. Kleiner Stinkebär. Ja gut, damit müssen wir jetzt leben. Ich hoffe, wir müssen die nicht alle verprügeln. Ich hoffe, es reicht, wenn wir den einfach zerlegen. Au! Oh, wow! Heilige Schandtat! Heilige Schandtat! Ist aber nicht gut. Heilige Schandtat! So. Oh, wir können einfach alles zerlegen. Machen wir nicht. So. Was machen wir? Magisches Geschoss. Brennende Hände. Ja, der hat doch noch mehr Zauber, oder? Waghalsige, ja.
Hey, der hatte noch mehr Zauber. Da sind die guten Sachen. Wir können auch ein Elementar beschwören oder wir hauen einen Feuerball raus. Was haben wir hier noch? Ein Eissturm. Kältekegel, Unsichtbarkeit, Magierrüstung. Ja, Mann, das ist echt schwer. Komm. So. Kacke, jetzt müssen wir die auch noch zerlegen, oder? Mist! Time to push my luck again. Ich dachte, es wird ohne gehen. Das ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Gut, den können wir schon mal zerlegen. Ah, die müssen wir jetzt echt verprügeln. Echt? Wirklich? Ernsthaft? Hey, können wir noch? Nee. Can't afford to let up. Ja gut, da muss ich aber ehrlich sagen. Oh, hat die keine Dings mehr frei? Keine Schutzgeistis? Nee? Ein Flammenschlag? Gäb's Feuerwand, Klingenbarriere. Was? Sie kann Klingenbarriere? Warum machen wir Klingenbarriere? Ah, wir haben NPCs dabei. Das ist immer eine schlechte Idee, da mit Klingenbarriere anzukommen. Hat die keine Schutzgeister mehr? Das ist blöd. Das ist saudoof. Oh! Der war fies gerade, ne? Der Luftbild. Jawoll. Jawoll! Endlich hat sie mal was richtig gemacht. Die gute Schattenherz. Bam! Bam! Was macht sie denn jetzt? Warum geht sie weg? Bam! Die machen bösartig Schaden, du. Na, immerhin. Der trifft halt auch nichts, ne? Oh Gott. Das war gut. Ja. Kommt ihr bald an? Hat getroffen, ja. Okay. Sir Gale, altes Haus. Was hast du noch für Zauberchen übrig für mich? Er könnte auch ein Elelele beschwören, ne? Kleiner Elelele. So, jetzt haben wir auch eine Lele. Hat er nicht auch, kann er nicht auch binden? Könnte er wahrscheinlich, ne, wenn er... Naja. Gut. Wow. Einmal getroffen. Klassiker. Natürlich. Jawohl, der Klenk ist zerlegt. Der Kränk. Oder wie hieß er? Egal wie er hieß, er war doof. Niemand mochte ihn. Oh, Rulan. Was macht der? Also er macht aber halt schon komische Sachen, ne? Hm.
Oh. Au. Boah, er nervt mich. Ich hasse ihn. So, Astarion. Warum kann er nicht mehr? Kann nur einmal pro Zug verwendet werden? Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Hier mal das Wasservieh, aber warte mal. Säureresistenz, Giftimmunität. Aber Schwächen hat das Vieh, weiß, wissen wir nicht, aber brennende Hände vielleicht. Warte mal, ist... Och, Kacke, das wollte ich jetzt gar nicht. Scheibenkleister! Mist! Dreck! Naja, egal. Ach, komm schon! Wie wär's denn, wenn du einfach mal triffst? So, mal hier hoch. Ist ja wohl echt nicht... Ah. So, dann pusten wir dem mal das Ding aus. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Für was machen wir das eigentlich? Himmel, Herrgott. Er ist aber auch schon wieder so ein bescheuerter Kampf, ey. Ich hasse das. Trifft eh nicht. Hey, hat getroffen. Woo. Aelin. Bams. Bams. Nochmal? Nee, okay. Ja, es ist wieder ein richtig bescheuerter Kampf einfach mal. So, kannst du den bitte zerlegen? Danke. Halleluja. So. Au. So. Ist eh nur noch der eine übrig, oder? Der liegt jetzt erstmal am Boden. Also nicht wirklich. Der tut nur so. Ja, Schaden ist auch nicht so der Brüller. Ah, die Alien macht jetzt Ende, oder? Nee, die trifft einfach nicht. Auch gut. Oh, das war der falsche Elementar. Roland, dein Zug. Danke, Roland. Das habe ich gebraucht. Sehr gut. Geht mir gleich viel besser, Roland. Danke, Roland. Sag mal, warum kann ich denn... Mir fehlt da eine... Hat der kein... Hä? Kann mir das jemand erklären? Wo ist denn mein hinterhältiger Angriff mit Pfeil und Bogen? Komisch. Hä? Egal. Schießen wir halt. Oder treffen einfach gar nicht. Ah, gewonnen. Mein Gott. Leroican. You who would see me caged. You who would purchase my submission with profane gold. Let every wicked magus, every vile murtherer, each slaver and misery merchant see. Dame Aelin is watching. She is indomitable. And when her face lights the shadows of your wrongdoing, oh, die ist sauer, du. Are broken. Oh! Autsch.
Autsch. Leute, nächste Folge haben wir hier einen neuen Erzmagier mit Roland offensichtlich. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Ciao.